Schön, dass Sie da sind. Kann ich nicht behaupten. Warum bin ich eigentlich hier? Ja. Geht es Ihnen Wie gut? ist es eigentlich für Sie, wenn Sie nach links gucken? Da ist nichts und dann eine Wand. Kriegt man da Minderwertigkeitskomplexe, wenn man diese Riesenwand sieht und Gregor Gysi nur 1,50 groß? Muss ich einmal einhaken. Sie unterstützen Europa uneingeschränkt, das finden Sie gut? Ja, was ist eigentlich Europa? Ja, was ist Europa für Sie? Sagen Sie es mir. Ein Kontinent? Raus aus dem Euro oder drin bleiben? Geht es hier jetzt... Raus oder rein? Also wenn Sie jetzt so fragen, ich finde den Euro ganz gut. Drin bleiben. Aber die Frage würde ich trotzdem noch mal ganz gerne stellen. Euro ja oder nein? Geht es Ihnen jetzt nur darum, die Frage zu stellen? Wer hat das geschrieben? War es der Gysi oder wer war es? Also ich kenne den Gysi gar nicht. Also so vom Sehen, aber... Haben Sie es geschrieben oder nicht? Was geschrieben? Was verdient man da? Hä? Wie viel? Wie viel verdient man da? Womit? Mit nichts schreiben? Wollen Sie den Euro, ja oder nein? Was ist das hier? Kafka? Das ist doch der Wahnsinn. Sie hätten doch in Ihrer Zeit... Lassen Sie mich ausreden? Ich sag doch Sie hätten doch in Ihrer Zeit umstreifen lassen. Hätten Sie doch genau diesen Wahnsinn laut und deutlich schreien können. Warum tragen Sie eigentlich einen falschen Bart über Ihrem echten? Sie erzählen immer nur die eine Hälfte und lassen die andere weg. Okay, ich habe keine Ahnung, was Sie von mir hören wollen. Worum geht's eigentlich? Was ich von Ihnen versuche herauszufinden, ist einfach, oder zu kriegen, ein Bekenntnis zu genau diesem Europa. Okay, kapiere ich nicht. Aber ich bekenne mich dazu. Okay? Das ist ja eine Floskel. Das ist eine Plattitüde. Das sagen alle. Dafür ist jeder. Was heißt denn Glück? Glück ist ein Anagramm von Mut. Wir müssen ja nicht so tief in die Details gehen. Arbeiten Sie hier überhaupt? Wir drehen uns ja jetzt im Kreis. Trotzdem interessant, Ihnen beiden mal zu lauschen. Und es ist schwer, Ihnen ein Bekenntnis zu diesem Europa zu entlocken. Das nehmen wir auch aus dieser Debatte einfach mal mit. Wissen Sie, ich kann die Petition gegen Sie vollends verstehen. Trotzdem denke ich, okay, unfähiger Talkshowmaster will mal einen auf harten Politik-Talk machen. Reicht ja für eine Parodie, ne? Aber die Petition gegen Vorratsdatenspeicherung, die ist viel wichtiger. Und zum Glück befindet die sich in der Infobox. Murz bleibt treu ist hier. Wir haben eine WM anstehen und ich fände es grandios, wenn am besten dann einer der Spieler sagt, übrigens, was ich schon immer mal sagen wollte, ich bin schwul. Ich erwarte mir dann mehr